Hallo, guten Tag. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz der Partei Die Linke. Heute mit dem Parteivorsitzenden Martin Schödewan. Der wird heute das Treffen der Ampel in Meseberg kommentieren und außerdem nochmal Stellung zu weiteren friedenspolitischen Aktivitäten der Linken Stellung nehmen und zum vergangenen Bundesausschuss. Außerdem kommentiert er die derzeitige Migrationspolitik und das Thema Einwanderung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Interesse. Die Ampelkoalition hat sich ja jetzt in Therapie begeben in Meseberg, um da ihre grundlegenden Konflikte zu lösen. Ob es da einen Ausweg geben wird oder nicht, das werden wir sehen. Klar ist, dass diese Koalition komplett zerstritten ist und in allen zentralen Fragen absolute Widersprüche vertritt. Die Bundesregierung selbst wird damit immer mehr zu einem Blockadeprojekt für den sozialen und auch den ökologischen Fortschritt in diesem Land. Zentrale Reformprojekte des eigenen Koalitionsvertrages, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung oder auch die Verkehrswende, werden nicht umgesetzt oder blockiert, auf die lange Bank geschoben, weil SPD und Grüne sich von der FDP offenbar die Richtlinienkompetenz wegnehmen lassen an dieser Stelle. Das heißt, diese komplett zerstreutende Koalition muss jetzt nach Lösungen suchen in einer innenpolitisch sehr, sehr angespannten Situation, in der wir uns befinden. Zur Kindergrundsicherung ein paar Worte. Ich finde es absolut unerträglich, ich finde es eine absolute Sauerei, dass die FDP, der Finanzminister Lindner, sich da auf dem Rücken der armen Familien und der Kinder, die in Armut aufwachsen, in diesem Land profilieren will gegenüber seinen Koalitionspartnern. Da muss jetzt eine Lösung her, weil Kinderarmut in diesem reichen Land einfach völlig unerträglich ist. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Inflation in Deutschland im Februar 8,7% betragen hat im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Jahr 2022 betrugen die Reallohnverluste über 4% und noch immer wird nichts gemacht, nachhaltig dafür zu sorgen, dass diejenigen, die am meisten unter der Inflation und unter den Reallohnverlusten in diesem Land leiden, wirklich entsprechend auch geholfen wird. Das heißt, wir fordern ein Inflationsgeld als Linke. Wir fordern eine Indexierung der Sozialleistungen, des BAföGs und der Renten und des Mindestlohnes, um den Menschen, die jetzt nichts in der Tasche haben, in dieser existenziellen Krise wirklich zur Seite stehen zu können. An dieser Stelle auch einen herzlichen und solidarischen Gruß an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die derzeit sich in Arbeitskämpfen befinden. Wir wissen, Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Es wird um einen neuen TVÖD-Tarifvertrag gerungen. 10,5% sind mehr als berechtigt. Angesichts der Inflationsentwicklung auch die 500 Euro Einmalzahlung unterstützen wir sehr. Also solidarische Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, die sich derzeit im Arbeitskampf befinden. Und das betrifft ja nicht nur die Kolleginnen und Kollegen von Verdi, sondern wir reden ja da perspektivisch auch über die EisenbahnerInnen. Wir reden über die Leute, die bei der Post angestellt sind und über diejenigen, die an den Flughäfen arbeiten. Ein weiterer Punkt, wo die Koalition nacharbeiten muss in Meseberg, hoffentlich werden Sie da den richtigen Weg beschreiten können, ist die Frage des Verbrennermotors. Warum Verbrennermotor? Na klar, weil in Deutschland viele Menschen immer noch auf das Auto angewiesen sind. Ich will im Prinzip sagen, dass wir es begrüßen, dass das Europäische Parlament ein Aus beschlossen hat zu 2035, einen Ausstieg aus dem Verbrennermotor. Aber ich will darauf hinweisen, dass das natürlich nicht reicht, ein solches Aus zu beschließen, sondern dass man an dieser Stelle Geld in die Hand nehmen muss, und zwar in Größenordnung, um die Transformation der in Deutschland so wichtigen Automobilindustrie mit zu gewährleisten, um die Arbeitsplätze zu sichern auf der einen Seite und andererseits aber auch dafür zu sorgen, dass wir eben in eine emissionsfreie Verkehrswende den Weg tatsächlich finden können. Gleichzeitig will ich meine Kritik an dem Gesetzentwurf vorlegen, der da von den großen Fraktionen sozusagen ausgehandelt wurde, von der Koalition, von der Kommission vorgelegt, also von Ursula von der Leyen. Es handelt sich nicht um eine Lex Ferrari. Manche sprechen ja auch von einem Gesetz für Porsche an dieser Stelle. Sie müssen sich vorstellen, dass nach 2035
Die Reichen mit ihren Spielzeugen, also mit Ferraris, Porsche und wie die alle heißen, immer noch mit dem Verbrennermotor durch die Gegend fahren können, wohingegen diejenigen, die kein Geld in der Tasche haben, dann vor der Frage stehen, wie sie sich ein modernes Auto mit eventuell dann Energiebetrieb oder mit Wasserstoff oder wie auch immer die Technologie dann der Zukunft in dem jeweiligen Modell aussehen wird, leisten werden müssen. Ich halte das für eine sozial total ungerechte Situation, in die wir da reinsteuern. Das heißt, für die Verkehrswende, für eine sozial-ökologische Verkehrswende braucht es Investitionen in die Transformation der Automobilindustrie, in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, wo natürlich die ArbeiterInnen, die in der Automobilindustrie beschäftigt sind, entsprechend auch eine tragende Rolle spielen müssen. Das heißt, Klimaschutz auf der einen Seite garantieren, dafür sorgen, dass Menschen mit geringeren Einkommen nicht abgehängt werden von dieser Entwicklung und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Jobs in diesem zentralen Sektor erhalten bleiben. Das heißt, die Fortschrittskoalition ist zu einer Blockadekoalition geworden. Es ist Zeit für eine Zeitenwende, für Gerechtigkeit in diesem Land. Das ist das Signal, was wir als Linke in Richtung Meseberg senden. Und ich wünsche mir sehr, dass die Koalition das vernimmt und aus Meseberg an die Bevölkerung in diesem Land das Signal für eine Zeitenwende für Gerechtigkeit aussendet. Allein mir fehlt der Glaube und deshalb in Richtung der Koalition von dieser Stelle auch angesagt. Wir bleiben weiterhin die soziale, starke linke Opposition. Wir werden weiter Druck auf diese Regierung machen, damit die endlich Politik im Interesse der Bevölkerungsmehrheit macht. Zweiter Punkt. Wir hatten dieses Wochenende eine Gremiensitzung. Der Bundesausschuss hat sich getroffen. Wir haben in dem Bundesausschuss gestern und vorgestern in sehr großer Einigkeit miteinander beraten, wie die weiteren Schritte in Richtung Zeitenwende für den Frieden in diesem Land aussehen können und welche Rolle die Linke darin spielen wird. Wir haben uns zunächst dazu verständigt und die Einladung ist auch schon Ende der letzten Woche rausgegangen, dass wir als Linke, als Parteivorsitzende an Akteurinnen und Akteure aus der Friedensbewegung sehr breit gefasst an dieser Stelle Einladung schicken und einladen zu einem Friedensratschlag, um uns zu beraten, in welcher gesellschaftlichen Situation wir uns derzeit befinden und auch die Stimmen aus der Friedensbewegung ungefiltert aufzunehmen, um dann mit ihnen gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen, auch in Richtung der anstehenden Ostermärsche. Wir haben auch beschlossen, dass wir in Richtung der Ostermärsche als Partei mobilisieren werden, dass wir unsere Landesverbände und Kreisverbände dazu auffordern werden, aktiv in breiten gesellschaftlichen Bündnissen vor Ort für den Frieden zu mobilisieren, dort unsere Position als Linke erkennbar werden zu lassen. Das heißt, für einen Waffenstillstand einzutreten, für einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Dieser fürchterliche Angriffskrieg muss endlich zu einem Ende kommen, aber auch gleichzeitig unsere Kritik an den Waffenlieferungen deutlich werden zu lassen und darauf zu drängen, dass es zu einer diplomatischen Lösung dieses Konfliktes, dieses Krieges endlich kommt. Darüber hinaus haben wir uns auch auf weitere Verständigungsschritte innerparteilich verständigt. Also wir planen zum Beispiel in Richtung Sommer auch nochmal eine Konferenz als Partei, wo wir uns nochmal explizit auch mit dem Thema sehr detailliert beschäftigen werden, in Auswertung dann auch der Mobilisierung der dann zurückliegenden Wochen und Monate der Ostermärsche, auch der Ergebnisse des Friedensratschlages, den wir jetzt anstreben. Von daher sind wir auf dem Weg, weiterhin an der Seite der Friedensbewegung für eine Zeitenwende für den Frieden in diesem Land zu streiten und zu kämpfen. Und der dritte Punkt, der angesprochen wurde, ich möchte Ihnen vorstellen, Osaivie Ekogiave. Das ist dieser junge Herr hier auf dem Bild und er wird von seinen Freunden Calvin genannt. Er lebt seit mehreren Jahren in Würzburg, durchläuft dort gerade eine Ausbildung zum Sozialpfleger, also in einem systemrelevanten Beruf. Und die Bundesagentur für Arbeit hat heute in einer Agenturmeldung verlautbaren lassen, dass für den jährlichen Zuzug, also um, ich sag mal, die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu sättigen, ein jährlicher Zuzug von 400.000 Arbeitskräften notwendig ist. Man geht aber davon aus, die Bundesagentur, dass diese Zahl weder in diesem Jahr noch in den kommenden Jahren erreicht werden wird, weil es einfach zu viele Hürden gibt, die verhindert haben, dass Fachkräfte tatsächlich den Weg zu uns finden, Fachkräfte wie Calvin. In seinem Fall muss man davon sprechen, dass er jetzt völlig überraschend aus dem Kalten heraus einen Brief bekommen hat, in dem
ihm seine Abschiebung nach Nigeria angekündigt wird. Also nochmal Wiederholung. Calvin lebt seit mehreren Jahren in Würzburg, durchläuft dort eine Ausbildung zum Sozialpfleger und soll jetzt dennoch nach Nigeria abgeschoben werden. Schon morgen soll es die nächste Sammelabschiebung nach Nigeria geben und es besteht die reale Gefahr, dass Calvin dann dort mit nach Nigeria abgeschoben wird. Das ist absurd angesichts der Situation, zum Beispiel im Pflegesektor. Das ist absurd, wenn wir darüber überlegen, wie sich diese Regierung bislang davor wegduckt, die Frage der Einwanderung so anzugehen, dass tatsächlich auch die Bedürfnisse der Sektoren wie der Pflege zum Beispiel entsprechend bearbeitet werden können, wie ein modernes Einwanderungsgesetz aussehen kann, das auch auf humanistischen Grundlagen basiert, wie auch ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht aussehen kann. Auch da streitet sich diese Regierung und auch da wieder der Hinweis in Richtung Meseberg, in Richtung der Koalition, stellt da Streiten ein und sorgt endlich dafür, dass dieses Land wieder vorankommt. Der Stillstand, den wir hier durchlaufen, ist ja wohl völlig unerträglich und dazu wären auch all diese, zur Überwindung dieses Stillstandes wären auch all die Ideen, also ironischerweise Ideen, die von der konservativen Seite an dieser Stelle präsentiert werden, wie zum Beispiel der Bundesagentur für Einwanderung, die im Grunde genommen in deren Vorstellung nur eine Bundesagentur für Abschiebung ist, nicht beitragen. Das heißt, wir fordern eine auf humanistischen, humanitären und auch natürlich auf den Fachkräftemangel angepasste Reform des Einwanderungsgesetzes und gleichzeitig ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht für dieses Land. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt Nachfragen, Herr Mühle. Frau Wagenknecht hat am Freitag erklärt, dass sie für die Linke nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Und sie hat dabei dann auch den heutigen Parteivorstand, also Sie und Frau Wissler, angegriffen. Die Linke ist eine Partei im Niedergang und sie habe mit der heutigen Parteispitze nichts mehr gemein. Ich wollte Sie fragen, ob Sie den Schritt von Frau Wagenknecht jetzt als konsequent betrachten, als Ende eines langen Entfremdungsprozesses oder ob Sie ihn bedauern. Und eine zweite Frage bitte, die SPD-Spitze ist heute in Kiew, Herr Klingbeil und Herr Mützenich, also Fraktionschef. Würden Sie es begrüßen, wenn die SPD darauf verzichten würde, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine in Aussicht zu stellen? Vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu der ersten Frage. Es handelt sich ja dabei um eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Erklärung, die ich zur Kenntnis nehme, die ich respektiere, die ich aber auch nicht weiter kommentieren möchte an dieser Stelle. Störgeräusche auch in der Partei sind ja in der Vergangenheit nichts Neues gewesen. Wichtig ist für uns jetzt aber, dass die Linke weiter geschlossen und gestärkt in die vor uns liegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geht. Ich habe ja auch gerade dargestellt, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen und dazu sind alle Verantwortlichen in der Partei angehalten. Zweite Frage, Kiew, die Reise der SPD-Spitze, also des Vorsitzenden Klingbeil und des Fraktionsvorsitzenden Mützenich. Die SPD hat ja in der jüngeren Vergangenheit keine eindeutigen Signale, so wie die Bundesregierung insgesamt keine eindeutigen Signale ausgestrahlt hat, wie eine Strategie zu der Kriegsbeilegung aussehen kann, wie deren Vorstellungen aussehen, um zu einem Frieden zu gelangen. Da hat einmal der Vorsitzende Klingbeil gesagt, dass man tatsächlich über Waffenlieferungen nachdenken muss, während seine Co-Vorsitzende Esken die Lieferung von Kampfjets befürwortet hat. Also es gibt keine klar erkennbare Linie dieser Partei, wie wohlgemerkt der Kanzlerpartei an dieser Stelle. Und damit gibt es auch keine klar erkennbare Linie der Koalition, wie man in diesem Krieg agieren möchte und wie man vor allem dazu beiträgt, dass wir aus diesem fürchterlichen Krieg endlich herauskommen und zwar so schnell wie möglich. Von daher ist der Besuch sicherlich eine Chance dafür zu sorgen, dass die SPD ihre Strategie klärt und endlich auch der deutschen Bevölkerung mitteilt, an dieser Stelle der Bevölkerung in Deutschland mitteilt, wie diese Strategie denn auszusehen hat und was die SPD will in der Politik, auch in der Politik der Bundesregierung, um zu einem Frieden zu gelangen. Und vielleicht können ja nach dem Treffen in Kiew die Vorsitzenden Klingbeil und Mützenich dem Kanzler auch einen Rat geben an dieser Stelle. Vielleicht erreicht ihn die Nachricht auch noch in Meseberg und vielleicht kann ja sozusagen die Koalition sich gleich auch noch mal auf eine einheitliche Strategie dann verständigen. Es gibt zum gleichen Thema einen Fragenblock vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Schödewan, für wie groß schätzen Sie die Gefahr, dass es zu einer Spaltung kommt?
Für wie wahrscheinlich halten Sie die Möglichkeit, dass Sarah Wagenknecht jetzt eine eigene Partei gründet? Wie hoch schätzen Sie die Zahl derer ein, die mit Ihrer Bundestagsfraktion Sie verlassen würden? Ja, zunächst, also mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand vorhat, die Bundestagsfraktion zu verlassen. Ich bin auch Vorsitzender der Partei Die Linke. Ich beteilige mich nicht an Spekulationen über etwaige Neugründungen. Ganz im Gegenteil, ich arbeite daran, dass diese Partei gestärkt wird. Die Spekulationen ja wirklich von wenigen, die in der jüngeren Vergangenheit in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, halte ich für diese Partei für schädlich und verantwortungslos. Und sie werden auch von den Mitgliedern der Partei nicht mitgetragen. Das ist das, was ich aus der Partei höre. Sie werden von den Mitgliedern der Partei abgelehnt, weil unsere Mitglieder wissen, welche Errungenschaft die Linke in dieser Gesellschaft darstellt. Eine linke Partei, eine starke linke Partei von der SPD und welche gesellschaftliche Verantwortung wir in diesen Zeiten haben, nämlich darauf hinzuwirken, dass es endlich eine Zeitenwende für Gerechtigkeit gibt, dafür zu sorgen, als linke Opposition, dass die Leute am Ende des Monats noch wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen für Strom, Wärme, Nahrungsmittel, für die Miete. Und dass wir aber auch dafür sorgen, mit einer klaren Stimme für den Frieden hier den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, damit die Bundesregierung endlich aus dem Pott kommt und dafür sorgt, dass es diplomatische Initiativen zur Lösung des Krieges gibt. Wir befinden uns in einer gesellschaftlich herausfordernden, in einer gesellschaftlich schwierigen Situation. Die Inflation frisst sich durch die Portemonnaies der kleinen Leute. Die Ungleichheit nimmt zu. Und weil das so ist und weil es eine starke linke Kraft in diesem Land braucht, lade ich alle progressiven Kräfte ein, sich an unserem Weg zu beteiligen. Heute ist ein guter Tag, um in die Linke einzutreten. Herr Bochow, Sie hätten auch eine Frage? Ja, das schließt natürlich an. In der jüngeren Vergangenheit sind ja eher Linke aus der Partei ausgetreten, in Größenordnungen, einige Tausend waren das. Aber was mich überrascht ist, mit welcher Gelassenheit Sie davon sprechen, dass die Mehrheit der Parteimitglieder einen anderen Kurs will als Frau Wagenknecht und Co. Also Sie haben schätzungsweise 8 Bundestagsabgeordnete, die mehr oder weniger auf dem Absprung sind, die sehr offen teilweise die Parteiführung kritisieren. Was machen Sie denn als Parteiführung, um diese Genossinnen und Genossen wieder einzubinden? Und vielleicht können Sie ja noch 2-3 Worte zu der von Ihnen, ich nenne es mal Friedenskonferenz, im Vorsommer geplanten Veranstaltung, vielleicht können Sie noch mal 2-3 Worte dazu sagen, was Sie da eigentlich vorhaben. Vielen Dank für die Fragen, die ich mir schnell notiere. Also Sie können sich sicher sein, dass der Parteivorstand sich seiner Verantwortung bewusst ist in der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden und auch in der Situation, in der Frage, wie die Partei in dieser gesellschaftlichen Situation zu agieren hat und wie wir sie positionieren. Wir arbeiten weiter daran, das Profil der Partei als moderne Gerechtigkeitspartei zu schärfen. Wir arbeiten weiter daran, in reale gesellschaftliche Konflikte zu intervenieren, und zwar mit einer klaren linken Handschrift. Wir arbeiten weiter daran, die Ungleichheit in diesem Land zu bekämpfen, indem es zu einer massiven Umverteilung von oben nach unten kommt, wenn die Superreichen und großen Konzerne der Bevölkerungsmehrheit den 99% den Klassenkampf erklärt haben, dann erklären wir ihnen den Klassenkampf von unten an dieser Stelle. Wir werden massiv in die Zukunft investieren in diesem Land, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Und ja, wir wollen auch dafür sorgen, dass es andere gesellschaftliche Mehrheiten zum Beispiel für Ideen anderes Wirtschaften gibt. Also dass zum Beispiel die Frage der Vergemeinschaftung von großen Wohnungsgesellschaften oder privaten Wohnungsgesellschaften, wie das hier in Berlin der Fall ist, weiterhin auf der Tagesordnung steht. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für den Energiesektor und Markt. Das heißt, wir werden weiter unser Profil schärfen, natürlich auch als Friedenspartei, und mit diesem geschärften Profil und einheitlich nach außen kommunizieren. Und das, was ich aus der Partei wahrnehme, bei den Treffen, die ich mit Genossinnen und Genossen habe, und wenn ich mit ihnen diskutiere in den Kreisverbänden oder in anderen Situationen, dann wird sehr, sehr deutlich, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Frage uns inhaltlich nochmal verständigen müssen, uns vielleicht auch strategisch verständigen müssen, aber dass niemand ein Interesse daran hat, dass in irgendeiner Form es zu einer Neugründung kommt, weil das Bewusstsein in der Mitgliedschaft für die historische Errungenschaft, diese Partei in dieser Gesellschaft zu haben, sehr stark ausgeprägt ist. Und dass die Partei
durch die Arbeit der Mitglieder lebt, aufgebaut wurde und dass das auch ein Herzensprojekt ist. Nicht nur mir, sondern wirklich den vielen Tausenden von Mitgliedern, die wir haben. Und dieses Herzensprojekt wird nicht aufgegeben werden. Wir werden darum kämpfen. Und die zweite Frage, Friedenskonferenz. Also wir sind da, wir haben jetzt sozusagen erst die ersten Diskussionen dazu geführt, jetzt an dem Wochenende, haben uns dazu verständigt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Das heißt, die Detailplanungen liegen noch vor uns. Sobald wir da weiter vorangeschritten sind in unseren inhaltlichen Überlegungen, werde ich Sie gerne darüber informieren. Ähnliches Thema? Dann Herr Jahn bitte auch. Geht eigentlich nahtlos ran. Nun kann man ja nach der Demonstration, die wir in Berlin gesehen haben, schon sagen, dass in dem Bereich Friedenspolitik oder Friedensforderungen oder zumindest vom Selbstverständnis her auch, da ja sicherlich auch dann Wagenknecht und Schwarzer dazugehören würden. Würden Sie die einladen, erstens? Und zweitens wissen wir ja auch, dass an der Person Wagenknecht Menschen hängen, auch in der Partei, und zwar auch an der Parteibasis. Was tun Sie, um die zu gewinnen, zu halten, auf ihre Seite zu bringen? Also, erste Frage. Wir haben breit eingeladen in die Friedensbewegung hinein und natürlich werden auch die verschiedenen in der Partei vertretenen Positionen zum Ausdruck gebracht werden. Wir sind auch, was den Friedensratschlag betrifft, noch in der Detailkonzeption. Von daher muss ich Sie da sozusagen auch an der Stelle erstmal nochmal vertrösten. Sobald wir das Konzept im Detail haben werden, kann ich Sie danach informieren. Aber klar ist, dass wir den aktiven Austausch mit der Friedensbewegung in ihren Facetten suchen, um eben eine gemeinsame Strategie, vor allem in der Frage der Mobilisierung, auf die Ostermärsche hin auch herzustellen und dort mit starken Inhalten in Erscheinung zu treten. Und die habe ich vorhin schon benannt. Sie möchten, kann ich die auch gern nochmal wiederholen jetzt. Also natürlich die Position der Linken auch auf diesen Ostermärschen zum Ausdruck zu bringen. Zum einen also einen Waffenstillstand, den Rückzug der russischen Truppen, die Kritik an den Waffenlieferungen und natürlich die Forderung nach einem diplomatischen Ende dieses Krieges, und zwar schnellstmöglich. Und da werden wir natürlich gucken, wie sich die verschiedenen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Friedensbewegung auch zu verhalten und entsprechend in Bündnissen miteinander zu einer starken Mobilisierung auch beitragen. Das ist die Idee und ich denke, dass das auch so funktionieren wird. Was sozusagen die Sympathie für bestimmte Positionen in der Basis betrifft. Also ich kann nur noch mal sagen, dass die Basis natürlich den Wunsch nach Frieden teilt. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung teilt den Wunsch nach Frieden. Und die Linke hat seit Monaten sozusagen in der Öffentlichkeit, seit Ausbruch dieses Krieges, diese Position vertreten, dass es Alternativen geben muss zu dem Kurs der Bundesregierung, nämlich einseitig im militärischen Tunnelblick zu verharren. Und wir haben immer darauf gedrängt als Partei Die Linke, dass es jetzt zu diplomatischen Alternativen kommen muss. Ich habe im November einen Plan vorgestellt, selbst wie wir uns das vorstellen. Wir waren die Ersten, die zum Beispiel über eine Einbindung Chinas geredet haben. Und mittlerweile wird deutlich, dass das eine kluge Idee ist, ein kluger Schritt sozusagen, den großen Bruder Russlands, ich sage das mal ein bisschen zugespitzt, dazu zu holen, um eben entsprechenden diplomatischen Druck auf Russland auch auszuüben, um an den Verhandlungstisch zu kehren. Von daher denke ich, müssen wir nochmal mit Klarheit an dieser Stelle kommunizieren. Aber ich weiß, dass die Mitgliedschaft an dieser Stelle durchaus unsere Position teilt und auch diesen Weg mit uns gehen möchte, dass wir eben als Linke stark als Friedenspartei in Erscheinung treten und gleichzeitig aber auch unsere weitere Kernaufgabe, nämlich die Partei, die sich einsetzt für eine Zeitenwende, für Gerechtigkeit in diesem Land nicht aufgeben, sondern ganz im Gegenteil auch da Druck auf die Bundesregierung ausüben weiterhin. Herr Boruch. Ja, zu dieser Frage. Finden Sie wirklich, dass es keine diplomatischen Bemühungen seitens der Bundesregierung gibt? Also es hat Gespräche mit China, mit Brasilien, mit Indien und so weiter gegeben. Es gibt Gespräche auch immer mal wieder mit Putin. Sehen Sie das als nicht vollwertig an oder halten Sie das nicht für diplomatische Bemühungen? Und meine zweite Frage zu diesem Komplex, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Sie sind sich ja einig mit Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer, dass es auf jeden Fall keine Waffenlieferung mehr aus Deutschland an die Ukraine geben soll. Wie stellen Sie sich dann einen Friedensschluss vor? Es gibt keine Waffen mehr, die Ukraine gerät militärisch in die Hinterhand, verliert und dann sagt Putin,
ach, ich habe es mir überlegt, wir lassen das mal mit dem Krieg. Ist das so Ihre Vorstellung von dem künftigen Friedensschluss? Vielen Dank für die beiden Fragen. Also die einzelnen Gespräche, die Telefonate, ja hauptsächlich, auf die Sie ansprechen, unter anderem zwischen Emmanuel Macron und Putin oder auch zwischen dem Bundeskanzler Scholz und Putin, die ja in der Vergangenheit gelegentlich stattgefunden haben, betrachte ich natürlich als richtig und notwendig, dass man an dieser Stelle auch im Austausch bleibt. Aber es ist eben keine vollwertige, wie Sie sagen, diplomatische Initiative, die dazu geeignet ist, internationalen Druck so zu entfachen, unter Schirmherrschaft zum Beispiel der Vereinten Nationen oder der OSZE, unter Heranziehen von neutralen, international anerkannten, vermittelnden Kräften und gleichzeitig unter Heranziehen auch von, ich sag mal, politischen Kräften, Formationen, die eher sich der einen oder anderen Seite näher zuordnen, um dann wirklich über einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu verhandeln. Das ist was ganz anderes, das hat eine ganz andere Qualität. Und eine solche Initiative ist von der Bundesregierung überhaupt nicht gestartet worden, bislang ja nicht einmal mal erwogen worden. Ganz im Gegenteil, wenn solche Initiativen vorgeschlagen worden sind in der Vergangenheit, wie zum Beispiel vom brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, sind die einfach vom Tisch gewischt worden. Ich halte das für völlig falsch und kritisiere das auf Schärfste an dieser Stelle, um diese Frage von Ihnen zu beantworten. Von daher ist es richtig, im Gespräch zu bleiben. Aber nein, wir brauchen richtige diplomatische Initiativen und ein einzelnes Telefonat leider ersetzt solche diplomatischen Initiativen, die geeignet sind, zu einem gerechten Frieden zu gelangen, ersetzt solche Initiativen nicht. Zweite Frage, wie stelle ich mir das vor? Ich finde, das ist tatsächlich die Frage in aller Offenheit, über die diese Gesellschaft diskutieren muss. Wie stellen Sie sich das vor, zum Frieden zu gelangen? Und ich finde es richtig, sozusagen diese Frage immer wieder aufzuwerfen und auch damit einen Meinungskorridor zu eröffnen, der unterschiedliche Positionen und Möglichkeiten darstellt. Und ich respektiere, dass es unterschiedliche Positionen auch in der Gesellschaft zu diesem Thema, auch in der Partei tatsächlich, gibt an dieser Stelle, weil es nicht einfach ist, diese Frage zu beantworten. Wir stehen vor einer tatsächlich der größten geostrategischen Herausforderung der jüngeren Vergangenheit. Ich denke, dass wir über kollektive Sicherheit, über kollektive europäische Sicherheit in diesem Zusammenhang nachzudenken haben werden und im Moment noch niemand in der Lage ist, tatsächlich entsprechend ausreichende Antworten zu geben. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, ich habe ja gerade schon mal die Friedensinitiative, den Friedensclub von Lula erwähnt. Es gibt verschiedene Ideen, wie man Druck auf Russland ausübt, sowohl politisch, diplomatisch, als auch über gezielte Sanktionen an dieser Stelle. Und die werden eben leider mangelhaft umgesetzt, um tatsächlich Russland zu einem Eindenken zu bewegen. Also die Dinge, die bislang passiert sind, sind ja nicht ausreichend. Wenn wir uns überlegen, dass die Oligarchen in Deutschland quasi immer noch ungeschoren, weitestgehend ungeschoren, ich weiß, es sind ein paar, drei bis vier Milliarden, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sozusagen erstmal eingefroren worden. Aber kleinere Länder wie Belgien haben ein Vielfaches dessen sozusagen eingefroren. Warum ist das so? Also warum gerade im reichen Deutschland? Na eben, weil es keine Transparenzregeln gibt, die funktionieren, weil das Ziel ist, sozusagen auch die hiesigen Superreichen zu schützen. Wir wissen nicht, welcher Oligarch seine Villa am Starnberger See hat oder welche Oligarchin ihre Yacht irgendwie im Hamburger Hafen geparkt hat. Und warum? Weil es keine entsprechenden Transparenzregeln gibt. Natürlich sind damit auch Sanktionen zum Scheitern verurteilt, wenn es kein Interesse daran gibt, dafür zu sorgen, dass Klarheit herrscht bei Besitz- und Eigentumsverhältnissen. Nur dann können solche Sanktionen ja auch greifen, um den inneren Machtzirkel von Putin wirklich zu erschüttern und um Druck auszuüben an dieser Stelle. Das heißt, die Maßnahmen, die ergriffen worden sind überhaupt nicht ausreichend, um wirklich Druck auszuüben. Und bevor diese Maßnahmen nicht ausgeschöpft sind, können wir doch auch nicht sagen, dass sie nicht wirklich Wirksamkeit entfalten können. Und von daher auch hier nochmal die Kritik an der Bundesregierung, dass sie eben nicht genug dafür getan hat, dass die bestehenden Möglichkeiten wirklich umgesetzt und ausgeschöpft werden und dass sie eben auch nicht genug getan hat, um zum Beispiel zu einer wirklich nachhaltigen, internationalen, koordinierten Friedensinitiative zu gelangen an dieser Stelle. So stelle ich mir das vor, dass man zu einem Weg zu Gesprächen führt und wie das Resultat der Gespräche dann ist, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, natürlich ist die Ukraine ein souveräner Staat und natürlich muss die Ukraine auch selbst über ihre Zukunft entscheiden an dieser Stelle. Und wir sind nicht in der Position, die Zukunft von Friedensverhandlungen, also das Ergebnis von Friedensverhandlungen vorwegzunehmen. Das obliegt sozusagen denjenigen, die dann verhandeln an dieser Stelle. Und da muss man auch ganz klar sein, dass das auch die einzige Chance ist, um zu einem gerechten Frieden zu gelangen, der die beiderseitigen Interessen, die beiderseitigen Sicherheitsinteressen letztendlich dann auch anerkennt. Aber dafür braucht es eine internationale Initiative, braucht es internationale Vermittlung.
Und da sehe ich vor allem die Vereinten Nationen oder die OSZE in der entsprechenden Situation und dann, wie gesagt, eine Allianz von Staaten, die als neutrale Vermittler auch glaubwürdig sind und gleichzeitig Staaten, die auch in der Lage sind, sozusagen Druck auf die jeweils beteiligten Kriegsparteien und hier nochmal in aller Klarheit, Russland ist der Aggressor, aber auf die beteiligten Kriegsparteien auszuüben. Vielen Dank. Jetzt waren wir schon bei den inhaltlichen Fragen, müssen aber nochmal einen Schritt zurück. Es gibt eine Frage der dpa zum Zerwürfnis mit Sarah Wagenknecht. Wie wollen Sie eine Spaltung der Linken verhindern und wie reagieren Sie auf den bereits dramatischen Mitgliederschwund im vergangenen Jahr? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ist ja eine sehr ähnliche Frage, deswegen an dieser Stelle auch in aller Kürze. Wir arbeiten natürlich daran weiterhin, das Profil der Linken als moderne Gerechtigkeitspartei, als Friedenspartei, als Partei des radikalen Klimaschutzes und auch einer vielfältigen Gesellschaft zu schärfen. In diesen Zeiten braucht es eine starke und klare Linke und für uns ist klar, dass die Linke eine plurale Partei war und auch in Zukunft sein wird. Und der Weg zur Veränderung von demokratisch miteinander errungenen Positionen in der Partei liegt eben auch tatsächlich im demokratischen Verfahren. Diesen Weg werden wir weitergehen, um die Partei weiter zu stärken und ihr auch ein stärkeres Profil in der Öffentlichkeit zu verleihen. Und was die Mitglieder Verluste des vergangenen Jahres betrifft, die angesprochen worden sind, mich schmerzen die Mitgliederverluste sehr. Das will ich ausdrücklich an dieser Stelle sagen. Ich möchte gern, dass die Mitglieder, die ausgetreten sind, für sich auch den Weg in die Partei weiterhin offen halten, weil wir im Moment in der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, tatsächlich eine jede und einen jeden brauchen, um das progressive Projekt umzusetzen, um einen Gegenpol gegen die Politik der sozialen Kälte der Bundesregierung zu präsentieren. Und deshalb wiederhole ich mich an dieser Stelle gern, heute ist ein guter Tag, um in die Linke einzutreten. Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen, bedanke mich für das große Interesse und wünsche eine schöne Woche. Danke. Vielen Dank.